Ich bin echt geschockt. Fachlich alles eine 6. Das ist kein Fundament, wo ich einsteige. Mit so einem Desaster habe ich auch nicht gerechnet. Guck mal, da unten hast du einen Café. Da ist ein Hofimbiss. Hier sind Läden. Da ist unser Objekt der Begierde. Okay, aber keine Leute. Hallihallo. Hallihallo. Servus. Da ist der Erik. Hallo. Mike, hallo. Hallo. Servus. Und das gehört dir, das Baby hier? Alles deins? Nee, ich habe einen Pächter. Ich bin nur der Verantwortliche für die Gaststätte. Der leitet, wird von uns als Chef bezeichnet. Ja, du bist der Chef, ja? Okay. So ist das. Wo dürfen wir denn hinsetzen? Also von der Optik spricht gar nichts dagegen, hier nicht reinzukommen. Irgendwie, die Leute sind auch freundlich. Ist ein schönes Lokal. Gibt's nichts. So, Janka, vollkommen klar. Böhmisches Bierfleisch bitte für mich. Gemischten Salat. Böhmischer Rinderbraten. Eine Spaghetti Carbonara. Müllerin Forelle. Ja. Eine kleine Portion noch Bolognese. Toi, toi, toi für die Küche. Viel Spaß. Toi, toi, viel Spaß. Gemischten Salat mit Joghurtdressing. Mhm. Ein Frühlingstopf als erstes. Die Sojanka, das Bratenbrot. Die Kauzbratenschnitte und die Kartoffelsuppe geht das als erstes. Das ist alles erstens. Das ist alles erster Gang, genau. Bei dem hier. Spaghetti mit Carbonara. Könntest du mir dann mal bitte eine Forelle rufen? Natürlich. Ja, Sojanka ist bei mir. Meine. Ole. Die bekomme ich. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, jetzt sind wir gespannt. Aha. Was ist das? Das gut, ist Fleisch ist mal drauf. Okay. Schau mal hier, das ist doch brutal. Das ist eine Vergewaltigung. Das ist das ist überhaupt das. Also ich ja, ich muss ja das mal bei. Ich muss ja, okay. Ja wissen, was ich da esse. Aber man sieht es ja eigentlich schon fast. Man sieht es gar nicht. Also man, da lässt sich irgendwie jede Form von Ehrgeiz ausschließen, oder bei diesem Toast. Sojanka. Punkt 1, natürlich ist bei einer Sojanka, da ist Mettwurst drin, ist Salami drin. Ja. Da tritt natürlich viel Fett aus. Aber richtig. Bevor ich sowas an Gast gebe, da gehe ich dann mit der Keller rum und degassiere mir das Ganze. Also Salat ist mir auch ohne Eigenschaft, ohne Charakter. Er schmeckt einfach fad. Also, ja. Da ist nichts in mir ausgereift. Nur zusammengeschustert, zusammengeflickt, ne? Einfach kleingeschnitten, in Joghurt rumgewälzt und es schmeckt nicht mal stressig. Die Forelle wird auf jeden Fall schmecken. Das ist dermaßen durchgebraten, dermaßen furztrocken. Es gibt keine Soße. Dafür gibt es irgendwie gefrorene Möhrchen und rohen Möhrensalat. Es ist ein Murks. Und das da, das ist ein böhmisches Tramezzini, ne? Das ist ein Weißbrot, das ist kein Knödelmann. Die können halt nicht kochen. Das ist böse, böse. Die Pasta sieht so komisch aus, ja? Ist so schlecht. Ich finde es eine Frechheit, vor allem zu behaupten, dass man gar nicht kocht, dass man gute Ausbildung hat irgendwie. Ganz im Ernst, wenn ich 30 Kilometer aus Dresden hierher fahre, um hier zu essen, dann lege ich dir meine Tankquittung auf den Tisch. Man muss hier also rigoros vorgehen, also das ist kein Wunder, dass hier kein Gast kommt. Eine grausvolle Konfrontation, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt das ganz anders als wie sonst. Wir laden den Erik jetzt mal zum Essen ein. Wir lassen ihn gebühren. Ja, wenn er sagt, das schmeckt ihm, dann haben wir ein Riesenproblem. Ne? Ja. Das ist eine Idee. Und dann werden wir ihm mal sagen, und zwar frage ich dann den Erik, wie soll ich jetzt mit deinen Köchen umgehen? Nicht, dass es nachher heißt, wir haben wieder maßlos übertrieben. Schön, dass du uns begleitest zum Essen, Erik. Ich halte einen Teller rüber. Ja, warte mal. Schön Fleisch mit Soße. Schön Fleisch mit Soße. Ich mache nur Fleisch mit Soße, bitte. Die Temperaturen sind ja warm, von daher musst du das heiße Essen denken. Okay, das ist jetzt ein Teil 1. Also wir wollen da jetzt mal deine Meinung hören jetzt. Schmeckt noch gar nicht. Ist das Vanillesoße? Nee, das ist süß-saure Sahnesoße. Süß-sauer. Hast du da was Saures jetzt geschmeckt? Bei mir ist dort noch Wein und Essig mit dran, dass das einfach eine süß-saure Sahnesoße ist. Nobody's perfect. Jetzt haben wir hier was ganz Schönes, ein Assortiment von Karotten. Ja? Wir haben hier ein Kartoffelgratin, ja? Und ein schönes Stückchen Pfeffersteak. Bon Appetit. Wie schmeckt's denn? Ja. Bitte fort. Also bitte ganz schön fort. Es war für ihn auch ein Desaster. Er wollte es nicht zugeben, er wollte vielleicht die Jungs noch decken. Von deinen Köchen müsstest du doch eigentlich enttäuscht sein. Mir geht's dich bescheiden. Ich war innerlich extrem enttäuscht und extrem traurig über die Sache, was die dort, sagen wir, heute gezeigt haben. Weil es ist halt, im Moment ist es auch so, mich stört mehr, dass hier mein Kopf rollt, obwohl ich nie helfen konnte und auch nichts gemacht habe. Was sollen wir jetzt machen? Erik, wie gehen wir mit den Jungs um? Weil die denken, sie sind gut. Sollen wir dir jetzt helfen oder nicht? Na klar. Weißt du, was da drin gleich passiert? Da wegen die Fetzen. Aber so wie selten.
Also die hole ich, die trete ich eigenhändig mit meinen Füßen von ihrem hohen Sockel runter. Moin Männer. So. So, wen haben wir hier? Ich bin der Flo. Ich bin der Daniel. Servus Daniel. Ich fange jetzt mal an irgendwie. Also wir können leider, so leid es mir tut, kein gutes Haar neu im Essen lassen. Ich sag euch jetzt fachlich alles eine 6. Tut mir leid, ist so. Das ist kein Kartoffelgratin, zum Teil wenig gewürzt, Fleisch, all übergart. Sorry, aber ey, ihr seid doch Köche, oder? Gulasch war geschmacklich noch in Ordnung. Ich schau dir das mal an. Man kennt doch den Satz, irgendwie als Koch mal beiläufig mitgekriegt, mir das Auge ist mit. Jetzt, wenn du das kriegst für 8 Euro, da hat sie doch dazu den Vogel aus. Ich finde es irgendwie ein schwerwiegender Fehler irgendwie im Umgang mit Lebensmitteln, was mich dann zutiefst verletzt, dann ich auch. Ich war aggressiv, es hat mich einfach extrem gestört, dass man so schlecht gekocht hat für uns. Ich fand es ein Affront, das geht gegen mich. Offensichtlich haben sie ja, standen sie ja, zumindest bis wir in die Küche kamen, auch noch hinter ihrem Essen. Daniel, du bist der Küchenchef, du bist letztendlich für den Murks da verantwortlich. Was sagst du? Bitte sag mir was. Und zwar was Glaubhaftes. Hier steht jetzt da wie zwei begossene Pudel, das bringt uns nicht weiter. Weil ihr müsst ja mit uns reden, wir müssen jetzt anfangen zu kommunizieren, dass wir erfahren, wie tickt sie? Hat euch der Hafer gestochen oder was ist passiert? Da müssen wir was machen, sonst ihr geht hier zum großen A demnächst. Alle, also alle wir da sein. Ihr seid einfach, ihr seid unserem Beruf schuldig und eurem Beruf auch. Ja? Ja. Und wir gehen jetzt mal raus, wir müssen es auch zicken lassen, weil also ich war sichtlich überfordert, es tut mir auch leid. Ich wollte niemanden emotional verletzen, ich wollte sie fachlich kränken, definitiv. Ich wollte sie wecken, ihren Ehrgeiz wieder wachrütteln, weil so können wir nicht arbeiten. Das ist kein Fundament, wo ich einsteige. Ich sag mal, mit so einem Desaster habe ich auch nicht gerechnet, also ernsthaft. Ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ich habe das noch nie erlebt, dass da so eine Sprachlosigkeit herrscht. Weder Küchenchef, weder der Geschäftsführer oder noch der andere Koch. Keiner sagt was. Das war schon Betroffenheit. Das war keine Sprachlosigkeit, das war Betroffenheit. Die waren ja wie begossene Pudel. Da bist du jetzt gefordert. Ich glaube, der Erik. Bist du ein Psychologe? Na, vielleicht. Ich glaube, das wäre jetzt ratsam. Du gehst jetzt mal rein. Ich geh mal zum Daniel. Ich glaube, das passt jetzt gut, wenn Ole geht, weil ich glaube, uns hat er jetzt gerade mal gefressen. Oh, mich hat auch gefressen. Ich war ja ruhig zu ihm. Ne? Ja. Kannst du denn die Kritik einsehen? Ich habe anscheinend völlig recht. Dass ich mal völlig hier daneben gelegen habe. Du musst die Kritik annehmen und saugst auf. Und du hast jetzt wirklich die Chance, so ein paar Sachen mitzukriegen, dass du wieder richtig Bock hast zu kochen. Und das ist wichtig. Weißt du, als Gastronom ackerst du dir den Arsch wund. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn du da nicht irgendwie geil drauf bist, das zu machen, dann hast du verkackt eigentlich. Weißt du, dann ist das nicht dein Job. Mir war es halt alles bloß zu dem Zeitpunkt zu viel. Ole! Na, singt ihr schön? Ja, wir haben gerade, nee, wir singen nicht. Wir wissen nicht mehr weiter. Ja, was sagt er denn jetzt? Hat er den Mund aufgebracht? Den Mund aufgebracht, er musste auch einsehen, dass einige Sachen wirklich unter aller Kanone waren. Also aufgrund der Tatsache, dass er eine weiße Jacke trägt und sich Koch schimpft, den möchte ich morgen mal sehen in Sachen Hausaufgabe Basics. Oder? Wir wollen einfach die Standards mal abklopfen. Hier scheitert es ja schon bei den einfachsten Dingen. Das wisst ihr auch, ihr drei wisst, dass es ein Wuchs war. Dafür haben wir uns gedacht, dass wir morgen natürlich ein bisschen was sehen wollen. So ein paar Basics wie ein gutes Gratin, eine gute Pasta, ein Fleisch geschmort, gebraten, Tafelspitz. Ein Böhmknödel vielleicht mal, genau. Selber gemacht. Ja. Weißt du? Ich erwarte mir für morgen, dass sie einfach mal Köche sind. Lass mich der Riesenkuss eigentlich erst mal überraschen. Hausaufgaben gemacht? Was machen wir? Was kochen wir? Kartoffelgratin habe ich vorbereitet. Okay. Knödel. Sieht noch. Wusste auch gar nicht, wie ich dann reagiere, ne, wenn sie jetzt so das auch noch komplett vermurksen. Zwecks die Knödel? Ja. War ein Thema, ne? No, da habe ich gestern noch gekocht. Darf ich den direkt kosten? Das schaut jetzt schon, da schlägt mein Herz höher. Der ist super lecker, Mann. Oder? Ha? Weißt du, da ein herrliches Geschnetzelt ist oder irgendwas schön Soßiges oder ein Gulasch oder irgendwas dazu. Ich habe gestern Abend, als wir dann weggefahren sind, habe ich nicht mehr dran geglaubt. Ich habe gedacht, was wird heute? Und jetzt habt ihr mich schon glücklich gemacht. Ja, wir verstehen. Ihr könnt ja was. Ehrlich. Ich habe echt euch alles abgesprochen. Das, was ich gemacht habe, im Kochbuch so geschmeckt hat, das stärkt ja ihn dann das Rückgrat. Okay, Dani, sag mal, was du gemacht hast. Eine legierte Zucchini. Super. Das war lecker. Wenn man so kocht wie heute,
dann wäre es kein Grund, mir uns zu rufen. Aber die kochen wohl öfters so wie gestern. Es fehlt halt Zucht und Ordnung in dieser Küche. Da ist niemand, der mir alles vorgibt. Wir brauchen einen richtigen Häuptling. Du hast es schleifen lassen. Oder du musst immer Akzente setzen. Und wenn du schleifen lässt, dann lassen sie die Jungs auch schleifen. Verstehst du? Und irgendwann wird es dann subversiv, du wirst unterwandert und nicht mehr wahrgenommen. Ich habe schon auf den Tisch gehauen, nicht bloß einmal und auch mehrfach. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, irgendwo jeder Außenstehende hat mir dann am Ende gesagt, na, da musst du sie austauschen, wenn sie nicht mehr auf die Schirm. Sie muss ja nicht gleich entlassen, aber du kannst ja Abmann sagen, entweder spielst du jetzt meine Regeln oder wir spielen gar nicht mehr. Es ist immer schwierig, wenn man jemand darauf hinweisen muss, dass ihm an Kompetenz alles fehlt, dass es mangelt irgendwie, dass er das Handwerk nicht beherrscht. Komplett alleine bin ich nicht schuld. Also das, den Schutz ziehe ich mir nicht an. Ich möchte einfach morgen irgendwie von dir hören, wie werde ich ein geiler Chef? Du hast die wichtigste Position, du bist mein Ansprechpartner und da muss einfach was passieren jetzt. Mhm. Das war unsere Idee so mit Buffets zum Arbeiten, also Freitag eins, am Samstag eins, also Motto-Buffets. Ne? Das Restaurant als à la carte Restaurant zu etablieren, ist Ihnen jetzt ein Jahr lang nicht geglückt. Wird auch in Zukunft nicht glücken. Wird schwer. Sie haben aber Gesellschaften, Sie haben aber Gruppen. Sie können aus dem Buffet auch was generieren, auf die Karte zum Beispiel setzen. Finde ich sehr gut. Hätte sogar ein Sternekoch ein großes Problem, diese Bude zum Leben zu erfüllen. Von daher dachten wir, Buffet-Motto-Partys wäre das Richtige. Also die Idee ist wie folgt. Wir denken, mit Buffets ist die Bude da draußen voll. Und das ist mal wichtig. Ne? Und es schaut wie aus wie folgt. Wie zur Vorspeise machen wir Zucchini mit Safran, Tomaten, Vinaigrette und Oliven. Peperonata rot-gelb mit Schafskäse, Honig und Rucola. Salz im Bocker, kennt ihr, ne? Salbei, Schinken rauf und dann die Pfanne rein, raus, zack. Und das wird auf Gnocchis gelegt. Ja, ich finde, dass es eine erfrischende Neuerung ist. Ich hoffe, dass die Leute gut drauf reagieren werden auf die Sachen. Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen? No. Okay, hast du alle Auberginen dabei? Ich hab den Rest dabei. Ja. Das war früher auch mal. So, schaut mal ein Auberginenpüree aus. Das muss man jetzt mal abschmecken noch, ja? Und dann macht morgen, da kommt ein bisschen Parmesan dazu. Dann dickt das ein bisschen ein. Und dann können wir morgen schöne Nocken stechen. Auf die Nocken kommen drauf. So eine Sardine, die machen wir aber auf Weißbrot, dass sie so knuspert, ja? Nussbutter weißt du ja, ne? Ja. Einfach Butter aufstellen, so lange kochen lassen, bis die Molke verkocht ist und bis die Partikelchen in der Molke goldbraun rösten und dann hast du einen Buttergeschmack. So, komm ran ins gesalzene Wasser, was nicht ganz kocht, sondern nur siedet, ne? Rein damit. Und das dauert einen kleinen Moment, dann kommen die hoch. Das dauert nicht lange. So, ihr Lieben, das war mal ein kleiner Einblick, so wie wir arbeiten. Ich glaube, das bringt euch weiter. Das ist Frische, das ist Zugang zu Produkten. Das wollen wir und das müsst ihr übernehmen. Das wäre ratsam. Ich glaube, es bringt für euch Glück. Ja? Also morgen nochmal ein alter Frische, okay? Ja. Ich werde jetzt hier 5 haben von euch. Ja. Und dann geht das morgen, aber so. Okay, wir sehen uns morgen. Vielen Dank. Tschüss, servus. Bye-bye, tschüss. Ciao. Ja. Einteilung, schau, sie folgte mir. Erik, du bist bei mir, ja? Du gehörst heute mir, du bist mein Mann. Ich mach dich heute stark, ja? Na klar. Wir wollen einen neuen Geschmack hier reinbringen. Vor allem eine neue Organisation, ein neues Konzept, eine neue Struktur. Und da ist es immer ganz gut und ratsam, wenn der Verantwortliche selbst auch mit am Start ist. Wir setzen jetzt Geflügelbrühe an. Das Ganze ist die Chilisuppe dann. Da habe ich einen großen Topf aufgesetzt. So, schaut's her. Haben mit Zitronengras, wir haben ein paar ganze Chilis, okay? Ein bisschen Koriander, Karotte, Lauch, Stangensellerie, auch das Grüne mit rein, okay? Das Kartoffel-Apfel-Blutwurst-Gratin. Ja. Da haben wir, weißt du, hier unten haben wir die Zwiebeln und den Thymian, haben da gestiftete Kartoffeln drauf gemacht. Da kommt uns jetzt der gestiftete Apfel rauf. Apfel und Kartoffel, Himmel und Erde, das ist die Kombi und dazu eine Blutwurst. Alter, da geht ja echt einer ab. Was die uns dabei bringen können, schon ganz, ganz lustig, spitzig. Fenchel hinein. Karotte braucht als nächstes mit am längsten, oder? Jetzt kommt unsere Muscheln, die habe ich jetzt abgespült mit kleiner Portion, okay?
gehen wir damit rein, okay? Löschen ein bisschen das Kerno ab. So, und jetzt geben wir den Lauch dazu. Das ist heute Abend genauso draußen, okay? Na? Ja. Ein bisschen Fischfond wieder dazu. Dill im Ganzen so, okay? Ja. Passt schon, danke. Und jetzt wird das da schön gerührt. Daniel, herkommen. Was sagt ihr? Ist lecker. Was sagst du? Extrem lecker. Extrem lecker, okay. Jetzt, ich geh mal durch. Die Platte mit Zucchini steht. Zucchini, Safran, Tomate, Vinegar steht, ja? Nico? Ja. Marmelade, Schafskäse, Honig, Rucola steht. Mikey, Spaghetti, Vongole. Komplett steht die ganze Station. Also, dann würde ich sagen, wir spielen uns ein. Komm mit, einschalten. Oh! 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 Totales Geschmackserlebnis. Absolute Spitze. Ich kann eigentlich nur schwärmen davon. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen seid. Wir sind die eingeschlagene Bauernschenke und es war irgendwie aus den Rudern geraten. Es lief nicht mehr richtig rund. Sie haben uns gerufen, dass wir da wieder Ordnung reinbringen und Struktur. Und hierfür war unser Erik unser Ansprechpartner. Wir haben jetzt gecoacht und trainiert und wir haben alles in seinen Kopf reingehämmert. Das ist dein Chef. Und dein Chef kriegt von uns die Checkung. Jawohl. Du bist gecheckt.